Die Durststrecke des Weltmeisters ist vorbei. Beim sechsten Rennen der Formel 1 Saison 2016, dem Grand Prix von Monaco, checkte Lewis Hamilton, in fucking great performance, seinen ersten Sieg seit dem WM-Gewinn in Austin 2015 und seinen ersten in Monte Carlo seit 2008. Zweiter wurde Polesetter Daniel Ricciardo, der Pechvogel des Nachmittags. Dritter Sergio Perez. WM-Leader Nico Rosberg. Mercedes beendete ein verkorkstes Rennen an siebter Position. Zunächst sah alles nach Sieg Ricciardo aus. Der Australier setzte sich sofort von Verfolger Rosberg ab, als das Rennen nach dem Safety-Car-Start in der achten Runde freigegeben wurde. Nach 15 Runden hatte er 13,1 Sekunden Vorsprung auf Rosberg, der offenbar wegen zu kühler Bremsen keinen Druck machen konnte. Mercedes sah die Chancen auf den Sieg dahinschwinden und bat Rosberg, für Hamilton Platz zu machen, was dieser, vermutlich eher widerwillig, auch tat. Rosberg wechselte in der 20. Runde auf Intermediates, Ricciardo in der 23. Spitzenreiter, Hamilton aber pokerte hoch und blieb draußen, um direkt von Full Wets auf Slicks zu wechseln. Hamilton kam in der 31. Runde rein und wechselte auf Ultrasoft. Ricciardo, der zu diesem Zeitpunkt trotz Reifenwechsel längst wieder aufgeschlossen hatte, witterte seine große Chance, fuhr Bestzeit im zweiten Sektor und kam eine Runde später ebenfalls zum Reifenwechsel. Aber dann lagen statt Slicks Intermediates bereit, was wertvolle Sekunden und letztendlich den Sieg kostete. Zwei Rennen hintereinander gefickt. Das tut weh, ärgert er sich über seine Boxengriff, die ihm schon in Barcelona mit der falschen Strategie den ersten Platz gekostet hatte. Ich wurde reingerufen, ich bin nicht selbst reingefahren. Sie hätten bereit sein müssen, aber es sollte sich auch nach dem Boxenstopp noch eine Chance für ihn bieten. Die kam in der 37. Runde, als Ricciardo im Tunnel schon fast neben Hamilton war. Hamilton, unter Druck, verbremste sich in der Hafenschikane, musste diese abkürzen, vom Gas gehen, und Ausgangsschikane war der Red Bull fast schon neben ihm. Hamilton freilich knallte beinhart die Tür zu, was ihm eine Untersuchung durch die Rennleitung, einen Shitstorm auf Twitter und ein Handzeichen von Ricciardo bescherte. Aber die FIA urteilte, no further action. Von da an variierte der Abstand zwischen den beiden Führenden stets zwischen 0,2 und 2,0 Sekunden, je nachdem, ob Hamilton verdammt viel Gummi gab oder nicht. Ricciardos Hoffnung, dass diese die Distanz nicht schaffen würden, ging nicht in Erfüllung. Die Ironie an der Geschichte, wir wussten von einem Red Bull und Ruhen am Donnerstag, dass der Reifen 40 Runden geht, grinst Mercedes-Sportchef Toto Wolff. In den letzten Runden steckte Ricciardo dann zurück, auf der Ziellinie betrug der Abstand 7,3 Sekunden. Rosberg, der zu Beginn noch auf Podiumskurs gelegen war, hatte zu dem Zeitpunkt längst keine Chance mehr. Er verlor beim Boxenstopp Positionen, fuhr dann vermeintlich dem sechsten Platz entgegen, wurde aber auf der Zielgerade, auch noch von Nico Hülkenberg, Force India, überholt. Trotzdem bleibt er 24 Punkte vor Hamilton WM-Führender. Warum Rosberg besonders in der Anfangsphase, aber auch später im Rennen viel zu langsam war, ist nicht restlos geklärt. Die Theorie von zu niedrigen mit Lewis versuchen möchte, der zu dem Zeitpunkt viel schneller war. Das habe ich eingesehen und ihn vorbeigelassen. Somit konnte er auch gewinnen. Sebastian Vettel, Ferrari, lag zu Beginn an vierter Stelle, wurde auch am Ende Vierter. Allerdings hätte er den dritten Platz nicht an Perez verlieren dürfen. Nach dem ersten Stopp auf Intermediates musste ich irgendwie an Felipe vorbeikommen. Dann hätte ich ein ganz anderes Rennen und auf jeden Fall ein Podium im Sack gehabt. Das geht also auf meine Kappe, meint er selbstkritisch. Am Ende fehlten 2 Sekunden auf das Podium. Dabei hatte es zwischenzeitlich so gut ausgesehen. Als Vettel in der 13. Runde als erster Topfahrer auf Intermediates wechselte, sprach Formel-1-Experte Marc Surer von einem guten Schachzug, weil alle anderen von Rosberg aufgehalten wurden. Aber Vettel verlor seine Zeit eben nicht hinter Rosberg, sondern hinter Massa. Teamkollege Kimi Räikkönen ging sogar komplett leer aus, sodass Ferrari in der Konstrukteurs-WM nur noch 9 Punkte vor Red Bull liegt. Räikkönen sorgte für eine der kuriosesten Szenen in einem verrückten Grand Prix, als er in der 11. Runde in der Löwshaarnadel in die Leitplanken rutschte. Der hinter ihm fahrende Williams musste stehen bleiben, um eine Kollision zu vermeiden.
Ohne Frontflügel setzte sich der Ferrari wieder in Bewegung, rutschte in Portier erneut nach außen und versperrte Romain Grosjean, 13, Haas, den Weg. Erst unten am Hafen gab Räikkönen auf, mit dem Frontflügel unter den Rädern. Es dauerte bis in die 35. Runde, ehe auch Max Verstappen, Red Bull, aus dem Rennen war. Der Barcelona-Sieger untersteuerte bei Massenet in die Leitplanken, wo Vettel etwas später die gleiche Situation wesentlich geschickter meisterte, zugegeben bei bereits trockeneren Bedingungen. Für Verstappen war es der dritte Crash eines verkürzten Wochenendes. Die Räder haben blockiert, von da an war ich nur noch Passagier, gesteht der 18-Jährige den Fehler ein. Einen völlig verkürzten Rennsonntag erlebte das Renault-Team. Erst kraste Julian Palmer bei der Freigabe in Runde 8, weil er auf der Zielgerade auf der weißen Linie zu enthusiastisch beschleunigte. Teamkollege Kevin Magnussen kam daraufhin prompt an die Box, um auf Intermediates zu wechseln. Da wurden Erinnerungen an Kasgatebach, ein Auto bewusst opfern, um mit dem anderen die Safety-Car-Phase nutzen zu können, aber statt Bernd Mailänder im Mercedes kam nur das virtuelle Safety-Car, und Magnussen sollte ohnehin keine entscheidende Rolle mehr spielen. Erst wurde er in Raskasse Opfer von Daniel Kvyat, Toro Rosso, der dann nach einem Lenkradwechsel schon Rundenrückstand hatte, und dann krachte er auch noch bei Mirabeau in die Leitplanken, diesmal ohne Feineinwirkung. So sahen am Ende nur 15 Fahrer die Zielflagge.